Ja, hallo und da sind wir wieder zurück bei Navi. Nein, bei Legend of Zelda Ocarina of Time. Und diese Wolke mit dem Todesberg, sie bedeutet nichts Gutes. Ah, nee, tut's auch nicht. Aber wir haben ja beim letzten Mal die Rüstung geholt. Und jetzt checke ich mal hier die Lage ab. Nein, nein, nein. Da reinfallen ist ganz dämlich, Link. Das ist ganz, ganz dämlich. So, ich schaue jetzt nochmal, was hier drinne war. Ach ja, nur der Vogel da. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts mehr. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir das gebrauchen müssen. Also denn Mucke kommt wieder rauf, nicht klar. Okay, kaputt geht's auch nicht. Okay, da gehen jetzt langsam aber sicher die Ideen aus. So langsam aber sicher. Ja. Das ist jetzt zwar echt eine gute Frage, ne? Das passt auch nicht, ne? Wenn wir so machen. Ich kann noch ein Stück laufen. Oh Gott. Ist die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch so einfällt, ist der Fanghaken. Oh Gott. Oh, und jetzt, Mucke? Ja. Ja, das passt nicht. Ja, keine Ahnung, ne? Hallo! Ich hätte gerne eine Information, wie der das hier weitergeht. Da irgendwas oder ist da Lava? Ich will auch nicht austesten, was passiert, wenn ich da reinspringe. Okay. Bin gleich wieder da. Ja, gute Frage. Ich habe immer noch keinen Plan. Wir gehen nochmal zurück zu Darunia. Ah, vielleicht ist er da, unten sind ja Türen aufgegangen. Die sind nicht umsonst aufgegangen, nachdem wir die Rüstung und so alles bekommen haben. Irgendwas ist doch da zu machen. Weil da ist kein Weiterkommen. Uah. Ich hätte das Kultura gehört. Oh Gott. Ja! Yeah, haut mich! Schlag mich, ihr Scheißsteine! Ah, Hilfe! Ja, Mama! Entschuldigung. Ich hab auch mal eine Knall. Den hatte ich zwar schon von Geburt an, aber... Naja. Manche leben damit. Ich nicht. Ja, jetzt hab ich nur... Ich check grad nicht, wo ich bin. So.
Hallo, willkommen in Coronia. Hallo. Hallo. Aber ich finde, rote Rüstung sieht auch echt geil aus, ne? Yay. Hey. So. Unten war das alles, ne? Die Skulptur hier haben wir schon geholt. So, da war ja nur der Laden. Da muss ja hier irgendwo was sein. Oh, ein Zwanni, geil. Oh, Pfeile. Mach mir die andere auch noch kaputt. Ah, Herz. Oh, wunderschön. So. Wie Aktion. Vielleicht rausziehen. Ja. Hä? Jetzt. Hä? Was ist denn da? Hallo? Hallo? Wo geht's denn hier lang? Nee, ist klar. Wir sind woanders hier landet. Ist das halt scheiße. Und da komm halt drauf, ne? Wenn man einfach mal von nichts eine Peilung hat. Jetzt sind wir genau hier. Und ich glaube, die gehen auch nicht kaputt, ne? Wie kann man lesen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, toll. Okay, also hier brauchen wir jetzt definitiv, würde ich mal sagen, den Haken. Weil da ist irgendwie... Ah, wir kommen aber immer näher. So. Yeah. Geht doch. Der schon wieder. Willst du hier? Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Unten A, unten A, rechts, unten, rechts, unten. Das ist so einfach. Also. Das ist ja, ne, easy. Easy peasy. Dum, 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 dum. Du hast den Bolero des Feuers erlernt, ja geilo! Mucke, wir werden uns wiedersehen. Warte doch mal. Ey, mach die Flamme weg. Tschüss. War das jetzt eine Frauenstimme? Und bin ich jetzt ganz blöd? So, wenn man den spielt, landet man immer wieder hier. Da ist auch noch ein Herzteil. Lol. Soll ich denn da drankommen, sag mal? Ihr habt doch wohl einen Schatten, habt ihr? Wie soll ich denn da drankommen? Ey, sag mal. Sag mal. Was haben wir denn hier noch Feines? Wir gucken uns hier ja mal um, ne? Aber wofür ist das? Warte mal. Ich habe ein komisches Gefühl. So, ich habe jetzt Nacht gemacht. So, voll sind wir auch. Hm.
Ich hoffe, dass hier hinten keine Skulltula war. Ein schönes so rüberspringen könnte ich, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass da hinten eine Skulltula war. Deswegen gehe ich da nochmal in der Nacht hin. Ja, aber was heißt das schon wieder? Ja, Dungeon Time ist heute wieder. Und das ist der nächste Dungeon. Der Feuertempel. Und ja, irgendwie fall ich da gerade runter. Ich Depp. Das habt ihr nicht gesehen. Nein, das ist nicht passiert. Das war nicht so. Scheiße. Oh Gott. Das war ich nicht. So, wir halten hier nach Skulltulas Ausschau. Aber hier ist auch noch so ein Ding. Warum ist das da? Kann sich das bewegen? Also direkt da drunter. Das ist auch irgendwie blöd. Wenn da jetzt keine Skulltula ist, dann drehe ich durch. Dann gehen wir jetzt sofort in den... Leck mich! Mann! Oh! Fail! Einmal Fuß ablassen. Fail, fail, fail. Ja, muss ich jetzt wieder hier draufstehen, Menschenskinder? Nee. So. Geht doch. So, jetzt aber auf, aufpasse. Mucke, aufpasse. Nein, ich will nicht spielen. Mein Gott. Ich sehe keine Skulptur. Aber warum? Ach, ich habe keine Ahnung. Wie geht's in Dungeon? So. Schöne ist, ich kann jetzt wieder nicht ins Menü. Ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht. So, rein da. Ja, 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 wir scheißen drauf. So. Los geht's. Feuertempel. Ewig nicht mehr gemacht. Mucke, null Plan. Dann Handicap, kein Menü. Ah, ist verkackt. Opa. Warte mal. Das ist sehr auffällig hier. Das ist sehr auffällig. Hä? Hä? Ich dachte, ich könnte wegschmeißen. Oh Mann. Naja, gehen wir erstmal hier rein. In die erste Tür. Hau ab, Fledermäuschen. Ach, gucke mal an. Ey, wer ist da? Bist du es, Mucke? Tatsächlich! Ja, Mucke ist er! Ey, du bist erwachsen geworden, Alter. Ein richtiger Mann. Ey, gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, ne? Doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Volvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goron der Bestie zum Fraß vorwerfen. Als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken können. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, ey. Denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Mucke, als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Mucke. Ja, toll. Hört sich ja wieder sehr berauschend an. Wir gehen erstmal da hoch.
hier braucht man den Fanghaken. Was mir gefällt, ist die Musik. Ja toll, hier ist nix. Eine Fee. Scheiße, ich komme nicht ins Menü. So was von Kacke, ey. Naja. Ja, kannst du ja sagen, wie ich da jetzt noch rüberkommen soll? Ach so. Gut. Naja, also... So. Hi. Und die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Cool. Cool, dann haben wir hier auch schon mal eine Tour. Das ist 100 pro ein Schlüssel. Ja, stopp. Also, damit wir zum Boss kommen, irgendwann mal, müssen wir das runterklatschen. Oh Gott. So, hier können wir jetzt in dem Raum vorerst, glaube ich, nichts machen. Würde ich jetzt mal sagen... Oh, ei. So, dann geht's hier lang. Und das jetzt alles ohne Menü, ne? Und das ist richtig kacke, weil ich 100 pro einmal ins Menü muss. Spätestens bei dem neuen Dungeon-Item. Na? Ah, wir haben beide gekillt. So, wir müssen definitiv hier rein. Dafür war der Schlüssel. Dann haben wir denn hier Schönes. Oh. Ah. Gefällt mir irgendwie nicht. Wir brauchen einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen schauen, wo lang. Hier gibt es so viele verschiedene Wege. Ich würde mal sagen, der einfachste ist der da. Habe ich jetzt den Weg genommen? Ja, ne? Nee, da komm ich doch her. Da will ich schon hin. Das sieht nach Bombe aus. Mucker schlauer Fuchs, Mucker schlauer Fuchs. Ganz schlauer Fuchs. Und hier ist... Oh. Hier ist dunkel. Und da haben wir den nächsten befreit. Haben wir schon zwei. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin ja auch frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Geronen kann dir dabei behilflich sein. Okay. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Öffnen. Bestimmt ein Schlüssel. Ja. Gut. Gut, gut, gut. Es läuft besser als erwartet momentan. Hätte ich nicht gedacht. So. Gibt es aber auch bestimmt noch irgendwo Skulltulas. 100 pro. Schön ist, ich kann nicht Lava laufen. Fällt mir. Like. So, da können wir... Nein, 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 nein. Nein, Mucke. Mucke, hören. Link, hör auf Mucke jetzt. Komm. Hören. Oh, wir müssen natürlich die andere Seite auch noch machen.
Au! Aua! Ich kann ja auch einfach hier rumlaufen, das ist total geil. So, es geht da unten lang. Da oben. So, das müsste jetzt eigentlich verschwinden. Gut, dass ich die Hymne der Zeit auswendig kann. Sonst hätten wir nämlich ins... Scheiße, hätte ich nicht erst in die Tür gemusst. Wir gehen erstmal oben. Au. Ich höre Skulltula. Ihr hört das auch. Der Raubschleim, er frisst Rüstungen und Schilde. Zerstöre ihn schnell, damit du deine Sachen wiederbekommst. So, der ist kaputt. Und für das Skulltula gehe ich jetzt hier hoch, oder was? Ja, und für 15 Rubine. Ja, aber Skulltula muss sein, ne? Die muss natürlich sein. So, dann gehen wir wieder raus. Ich hoffe, ich kriege da wieder runter hoch. Aber ich will da unten ja noch rein. Dann müssen wir einfach nochmal spielen. Bitte verschwinde nach oben, bitte! Ja, das fein! Das ist nett! Das ist wirklich nett! Ja. So, dann gehen wir da unten rein. Dann haben wir den Raum auch erledigt. Was haben wir denn hier? Oh, noch ein. Wieder ein kleinen. Die Qualen haben auch bei mir ein Ende. Ich bin frei. Danke. Lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikte der Geronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Ah, okay. Also genauso hohl wie ich eigentlich. Ja. Also, das müsste auch ein Schlüssel sein. So, dann haben wir schon zwei. Gut, dann haben wir den Raum hier, glaube ich, komplett gearbeitet. So, aber ich bin hier, gibt es bestimmt noch irgendwie... Das ist so ein großer Raum, ne? Dass hier keine Skulltula ist, ne? Das glaube ich irgendwie nicht. Außer die eine jetzt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen. Ja, man kann nicht ewig drauflaufen. Das glaube ich jetzt verstanden. So, den Raum hatten wir gemacht. Nö, wir müssen da rein. Gut. Und jetzt noch ohne Menü. Das ist klasse. Ja, yeah, das ist geil.